Hallo meine Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Es gibt mal wieder ein Augen-Make-up. Wir legen los. Wie ihr ja schon sehen könnt, meine Augen habe ich mal wieder soweit fertig gemacht. Eines habe ich aber noch nicht gemacht und zwar ist es das Setten, weil ich nämlich dieses Mal ein bisschen eine dunklere Farbe benutzen werde, da ich eigentlich so gut wie gar keinen Lidschatten verwenden werde heute. Genau. Und zwar verwende ich heute für mein Augen-Make-up eine Make-up-Palette, die ihr bereits schon kennt. Und das wäre dann einmal die von Revolution, ich hoffe man kann es erkennen, die Forever Flawless Unconditional Love Palette. Ich mache es jetzt mal auf, die sieht einmal so aus. Und da denke ich, werde ich als allererstes, um so einen Grundton reinzunehmen, diesen Ton hier verwenden. Dafür verwende ich wie immer diesen fluffigeren Pinsel von Real Techniques. Einmal der hier. Gehe dann einmal in die Farbe. Klopfe es natürlich wieder ab. Hier unten steht mal wieder mein Spiegel, also nicht, dass ihr euch wundert. Und gebe es mir einmal auf mein gesamtes Lid. Jetzt haben wir einen Grundton geschaffen und jetzt stecke ich kurz noch meine Haare weg. Dafür verwende ich diese Klammerchen hier. Die gibt es im Friseurbedarfsladen. Aber auch eigentlich nur deswegen, weil ich meine Haare bzw. meine Locken nicht ruinieren möchte. Und ich somit, voilà. Und ich dann somit die Haare aus dem Gesicht habe und meine Locken nicht beschädige. Als nächstes verwende ich zur Feier des Tages einmal ein Washi-Tape. Das sieht einmal so aus. Also ist dasselbe Prozedere wie mit dem Tesafilm. Nur, dass man es halt jetzt ein bisschen besser sieht. Als nächstes verwende ich aus derselben Palette einmal hier die Farbe und nehme dafür wieder einen Pinsel von Real Techniques, aber diesmal einen flacheren. Gehe dann einmal in die Farbe, klopfe es ab und gehe mir dann damit durch mein Lid bzw. gebe es auf mein gesamtes Lid auf. So, dann wären wir schon mal fertig mit dem eigentlichen Augen-Make-up, sage ich jetzt halt mal. Ich werde mir jetzt halt nur noch zwei Lidstriche ziehen und werde euch diesmal aber dabei mitnehmen. Weil es wird nämlich um den letzten Lidstrich gehen, weil ich werde, wie gesagt, zwei machen und ja. Für meinen Eyeliner verwende ich wie immer den L'Oreal Perfect Slim Eyeliner. Mit der dünnen Spitze hier. Und dann fange ich immer von meinem Augeninnenwinkel bis zum Augenende erstmal an, eine dünne Schicht zu ziehen. Am Wimpernkranz entlang. Und nehme dann hier einfach eine Höhe und ziehe das dann einfach in einem Strich hier runter. Gehe dann auch noch ein bisschen in meine Wimpern rein, damit sich das da auch noch ein bisschen schön verteilt. Als nächstes verwende ich den Pinsel von BH Cosmetics und zwar die Nummer 7. Das ist so ein abgeschrägter Pinsel. Und gehe dann hier in die Blush-Farbe hier rein. Das ist so ein Blushton-Pinkfarben. Und dann gebe ich mir jetzt halt eine dünne Schicht über meinen Eyeliner. So. Mein Eyeliner-Strich ist fertig. Ich zeige es euch einfach mal. Der sieht einmal so aus. Einfach eine dünne Schicht Eyeliner drauf machen und dann halt
darüber die nächste dünne Schicht von einer Lidschattenfarbe. Ich glaube, es würde auch mit sehr, sehr vielen anderen Lidschattenfarben richtig schön aussehen. Also zumindest gefällt mir das sehr gut und ich glaube, ich werde das in Zukunft häufiger machen, weil das ist irgendwie ein kleiner Aufwand, aber ein Rieseneffekt. Also das hat halt nicht jeder. Und ich glaube, man tut sich mit einer Eyelinerfarbe in dem Ton, wo man es haben möchte, leichter als mit der Lidschattenfarbe, weil da hat man immer noch ein bisschen Schiss, dass da vielleicht noch was abbröckeln könnte. Und dann da nehme ich mir einmal meine Tesafilme ab, beziehungsweise mein Washi-Tape, und werde noch die Kante ein bisschen säubern. Als nächstes verwende ich von der Palette diesen Ton hier. Den hier. Nehmen wir dann denselben fluffigen Pinsel von Real Techniques, also diesen flacheren hier. Gehe in die Farbe rein und gebe es mir dann in meinen Augeninnenwinkel. So, ich denke, das sitzt ganz gut so. Ich werde mir jetzt halt noch meine Wimpern tuschen. Als nächstes verwende ich eine Wimpernzange, um meine Wimpern ein bisschen zu tuschen. Da verwende ich einfach die Zange von Maybelline. Gehe damit nah mein Auge. Und drücke es dann einfach zusammen. Und dann verwende ich für meine Wimpern einmal von Maybelline. Das ist der Colossal Big Shot Waterproof Mascara. Die trage ich mir einmal auf. Dann verwende ich als letzten Schritt noch von Essence. Das kennt ihr auch schon, das verwende ich eigentlich immer. Den, wie nennt er sich, Long Lasting Eye Pencil in Black mit der dünnen Spitze. Und gebe es mir einmal auf meine obere Wasserlinie. Und dann gebe ich mir noch eine dünne Schicht Mascara bei meinen unteren Wimpern. Als letzten Schritt verwende ich dann immer noch ein Setting Spray. Dieses Mal ist das von NYX. Und das gebe ich mir einmal auf meine geschlossenen Augen. Das ist einmal das fertige Make-up. Es ist sehr, sehr schlicht gehalten und deswegen denke ich auch, dass es sehr, sehr gut für Anfänger geeignet ist, beziehungsweise auch für Leute, die sich jetzt halt nicht so oft schminken, die aber vielleicht einen kleinen Eyecatcher haben möchten im Alltag. Für die wäre das was, denke ich. Und genau. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich hoffe, meine neuen Haare waren nicht allzu irritierend für euch. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem sehr spontanen Video von mir. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag. Ciao, eure Cosmetics.